Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Er hat mich vor 30 Jahren gehört und ich bin immer noch da. Also wenn man im Gegenwind steht, bleibt man einigermaßen frisch. Es ist der Begriff Mobilität heute den Leuten so geläufig, dass wahrscheinlich die meisten von Ihnen glauben, das wäre ein sehr alter Begriff. Es ist ganz interessant, das 19. Jahrhundert hat diesen Begriff nicht gekannt. Die Eisenbahnen wurden gebaut ohne den Mobilitätsbegriff. Es gab damals den Begriff Mobilisierung, das bedeutete, wenn ein Heer vom Friedensfuß auf den Kriegsfuß gestellt wurde. Also der Bezug war damals noch der Fuß. Eine gewisse aufrechte Haltung war noch erkennbar. Die hat der Autofahrer nicht. Der Autofahrer ist ein Vierbeiner, wie Sie wissen. Er hat einen Lenkast, einen Schaltast, einen Kupplungsast, einen Gas- und einen Bremsast. Der Unterschied zu unseren Vorfahren vor 8 Millionen Jahren, ich bin da später auf diese Geschichte erst gestoßen, besteht darin, der Baum bewegt sich. Es ist eine interessante Geschichte. Ich bin Professor geworden, ohne dass ich allzu sehr den Mobilitätsbegriff strapazieren musste. Ich war einfach gut im klassischen Verkehrswesen und konnte im klassischen Verkehrswesen Probleme lösen, die offensichtlich den Leuten sehr schwierig waren. Mit dem Begriff Mobilität hatte ich 1975 das erste Mal gewisse Konflikte, weil ich damals das erste Jahr als Professor vorgetragen den Begriff Mobilität verwendet habe. Die Mobilität wächst, die Menschen werden immer mobiler, weil sie immer mehr Autos besitzen. Und es ist mir damals gelungen, in der Stadt Wien durchzusetzen, das Fahrrad als ernsthaftes Verkehrsmittel aufzunehmen in das Verkehrskonzept. Die Stadt Wien wollte vom Radverkehr damals nichts wissen. Der öffentliche Verkehr war im Rückzug, das Auto war sozusagen das Verkehrsmittel der Zukunft und dann kam ich daher und habe darauf bestanden. Ich war damals der jüngste von 4 Professoren und bekam natürlich alles, was die anderen etablierten Herren nicht wollten. Das waren die Fußgänger, das war der öffentliche Verkehr an der Oberfläche, das waren die Verkehrsunfälle, der schmutzige Parkraum und dann wollte ich noch das Fahrrad haben. Und es ist mir dann gelungen, das Fahrrad auch durchzusetzen. Und wenn ich schon so hartnäckig bin und mich mit dem Radverkehr beschäftigen wollte, dann dachte ich, ich muss Grundlagen für die Stadt Wien schaffen und habe nach welchen gesucht, aber keine gefunden. Aber die deutschen Städte haben mir geholfen. Wir haben 100 deutsche Städte, unter anderem auch München, angeschrieben. Wie viele Radwege habt ihr oder Radrouten und wie viele Radfahrer sind bei euch unterwegs? Und bekam einen sehr schönen Zusammenhang, aus dem zu erkennen war, je mehr Radwege, umso mehr Radfahrer. Damit hatte ich 2 wunderbare Diagramme, nur die passten nicht zusammen. Ich hatte vorher das klassische Diagramm traditioneller Verkehrsplanung, mehr Autos, mehr Autofahrten. Nun hatte ich ein Diagramm, das genauso ausschaute, mehr Radwege, mehr Radfahrer. Das heißt, wir bekommen ein Maximum an Mobilität, wenn die Leute alle Autos kaufen und wir bauen nur Radwege. Und so ging es mir auch. Dann fragte ich mich, was trage ich denn auf der Vertikalachse auf? Das waren alles Wege außer Haus. Und da taucht die Frage auf, warum gehen wir aus dem Haus oder fahren wir weg? Na? Zum Arbeiten, zum Einkaufen, Sozialkontakte, Dienstwege, zur Ausbildung und dann gehen wir wieder heim. Das heißt, an jedem Weg außer Haus hängt ein Zweck. Es gibt keinen Weg außer Haus, auch im Haus nicht, der nicht einem Zweck dient. Falls Ihnen ein Weg einfällt, an dem kein Zweck hängt, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Bis heute habe ich keiner gefunden. Das heißt, der Zweck des Weges außer Haus ist, den Mangel im Haus oder in der Wohnung oder am Ausgangspunkt mit dem zu beheben, was ich am Ziel erwarte, logischerweise. Das heißt, außerhäusige Mobilität ist der Ausdruck inneren Mangels. Klar. Nichts anderes. Das heißt, wenn ich das Haus gut organisiert habe, Kühlschrank voll ist, ich gute Sozialkontakte im Haus habe, und dergleichen,
wird natürlich jedes Haus, so wie mein Körper auch, ist ein lebendiges und daher offenes System. Also wir brauchen Bewegungen nach außen und von außen herein. Aber die werden sehr klein sein. Die werden nicht steigen im Allgemeinen, sondern man wird versuchen, und das ist ein Prinzip der Evolution, diesen Aufwand zu minimieren. Das weiß ich heute, das habe ich damals nicht gewusst. Das heißt, die Evolution versucht immer, wenn sie irgendeine neue Geschichte wieder durch Emergenz gewonnen hat oder auf etwas draufgekommen ist, dann versucht sie das zu optimieren. Optimieren bedeutet in der Evolution immer, den Aufwand zu minimieren, weil dann ist man einfach besser drauf, wenn es drauf ankommt. Und es kommt immer in der Evolution drauf an. Bei uns kam es nicht mehr drauf an, seitdem wir billige fossile Erdölquellen haben. Und das war eine sehr interessante Geschichte. Also so hat diese Geschichte begonnen. Und dann zeigt sich natürlich, dass wenn ein Zweck mit dem Auto erledigt wird, kann ich nicht gleichzeitig zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel diesen Zweck erledigen. Die Autowege haben nichts anderes gemacht als die Fußwege, die Radwege und die Wege mit dem öffentlichen Verkehr aufgefressen oder haben sie ersetzt. Das ist passiert. An der Zahl der Wege kann sich nur etwas ändern, wenn sich an der Einwohnerzahl etwas ändert im Personenverkehr. Und im Güterverkehr hängt die Zahl der Wege davon ab, wie viel Material durchgeschleust wird und wie gut diese Organisation des Materials verläuft. Just-in-Time-Transport hat man in den Alpen längst gekannt, wenn man nicht immer, aber just-in-time, zum Beispiel das Heu, das man im Sommer gemäht hat, im Winter mit Hilfe der Schwerkraft und ohne Abgase hinunter befördert hat. Das war Just-in-Time-Transport, weil im Winter hat man es gebraucht. Das ist natürlich später total missbraucht worden. Der Begriff Mobilität tauchte überhaupt erst 1929 auf, aus dem Gebiet der Soziologie. Sorokin hat damals diesen Begriff Mobilität auf den Begriff soziale Mobilität bezogen und später kam dann noch die geistige Mobilität dazu, die man übrigens im Volk schon seit jeher kannte, und die Wohnungsmobilität. Das waren die Mobilitätsbegriffe, die ich damals, als ich nachschaute, was ich denn hier vortrage. Also man kann Professor werden, ohne zu wissen, worüber man spricht. Das kann ich Ihnen hiermit beweisen. Als ich damals nachschaute, waren diese drei Begriffe vom Autofahren überhaupt keine Rede. Wenn Sie heute im Lexikon nachschauen, dann stellen Sie fest, wir leben im Zeitalter der Mobilität. Das ist natürlich nicht wahr. Diese Geschichte ist damals passiert, das heißt, es gibt kein Mobilitätswachstum. Jemand, der von etwas spricht, das nicht existiert, ist zur Realität verrückt. Also nur Verrückte reden vom Mobilitätswachstum, logischerweise. Die zweite Geschichte fiel mir damals einige Jahre später auf. Ich habe dann die Geschwindigkeiten der Österreicher versucht zu rekonstruieren seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten nach dem Krieg, so wie auch in Deutschland, fast keine Autos. Es gab wenige Fahrräder, einige Motorräder, einige, das meiste ging zu Fuß. Und die Österreicher sind in den 80er Jahren etwa 10-mal so schnell gewesen wie in den 50er Jahren. Sie wissen, alle Investitionen in schnelle Verkehrssysteme werden mit dem Nutzen der Zeiteinsparung berechnet. Also man baut ein schnelles System, was weiß ich, von München nach Hamburg und man ist 3 Stunden früher in Hamburg und diese 3 Stunden werden dann multipliziert mit der Zahl der Leute, die man in Zukunft annimmt, dass sie diese Strecke benutzen werden. Und das wird dann noch mit Geld multipliziert, also das erste ergibt die Zahl der Stunden, die man spart und das zweite wird mit irgendwelchen Geldbeträgen multipliziert und das ist der Nutzen dieser Investition und diesem Nutzen werden dann die Kosten, Investitionskosten, Betriebskosten und so weiter gegenübergestellt und wenn dieser Wert größer ist als 1 oder nach ihren Richtlinien größer als 3 bei den Autobahnen, dann wird investiert. Etwas näher, so besser. Ich habe auch ein Anhänger, so, vielleicht ist das so besser. Ja, ist es so besser? Ja, es halt dann nicht so, gell? Ja, dann tun wir das noch weiter, ne? Okay. Ja, dann spricht das Mikrofon sozusagen so hinaus, ne? Aber es ist wahrscheinlich das Mikrofon, das so halt. Oder der Techniker da hinten. Das heißt, so wird bei Ihnen und bei uns auch gerechnet. Ich habe auch so gerechnet, was mir dann meine Hörer anlässlich eines runden, also meine Mitarbeiter und Studenten
anlässlich eines runden Geburtstages, als sie meine ganze Vergangenheit aufrührten, vorgehalten haben. Damals, als ich diese Geschichte untersuchte, stellte ich fest, die Österreicher sind, wie gesagt, 10-mal so schnell geworden in den 30 Jahren. Und wenn jemand so schnell wird, dann hat er eine Menge Zeit gespart. Und wenn er eine Menge Zeit gespart hat, also hat er eine Menge Zeit übrig, also muss er gemütlich werden. Das heißt, je schneller wir uns bewegen, umso gemütlicher müssen wir sein. Dann habe ich aber mir die Deutschen angeschaut. In Deutschland haben sie ja wunderbare Statistiken. Sie sind ungefähr in der Motorisierung den Österreichern um 4 Jahre voraus gewesen damals, also noch schneller als wir. Also müssen sie noch gemütlicher sein als die Österreicher. Das ist ja logisch, ne? Das ist eine absolut klare Schlussrechnung. Ich verlasse nicht einen Millimeter den Pfad der seriösen Mathematik, Physik und Wissenschaft. Ja, und da ging es mir ähnlich wie Ihnen. Da fragte ich mich, was ist denn da passiert? Zum Glück, ich plane immer mit den Menschen, das heißt, ich mache immer Haushaltsbefragungen, wo ich versuche, die Menschen dazu zu gewinnen, dass sie ausfüllen, wie und wo und wann und wie lange und so weiter sie gehen. Also habe ich ein sehr umfangreiches Datenmaterial aus sehr vielen Städten, aus dem hervorgeht, wie lange sind die Fußgänger unterwegs, wie lange sind die Autofahrer unterwegs, wie lange sind die Radfahrer und so weiter unterwegs. Und wenn man das aufträgt, stellt man fest, hoppla, die Fußgänger sind genauso lang unterwegs wie die Autofahrer. Die Autofahrer sind aber 6 bis 8 Mal schneller. Das ist aber relativ einfach dann zu erklären, was hier passiert sein muss. Wenn die Geschwindigkeit steigt, die Zeit bleibt gleich, muss sich was ändern? Die Entfernung. Das heißt, erinnern Sie sich, Quelle, Ziel. Hier der Mangel, dort die Befriedigung. Klar? Wenn ich langsam unterwegs bin, muss ich die Befriedigung in der Nähe suchen. Ich kann nicht weg. Und das ist eigentlich das Geheimnis, warum wir überhaupt zu sozialen Wesen wurden. Über die Familie hinaus, über den Clan hinaus, bis hinauf in die Stadt. Die Stadt ist eine neolithische Erfindung, als die Menschen sesshaft wurden. Bis heute. Und das setzt voraus, dass man sich sozialisiert hat. Sozialisierung bedeutet nicht, sich mit Freunden zu treffen, sondern Sozialisierung bedeutet, sich auch mit Leuten zu vertragen, die man nicht mag. Das ist ganz wesentlich und auf Leute Rücksicht zu nehmen, die man vielleicht gar nicht unmittelbar kennt. Weil man weiß, sie sind wichtig für die Gemeinschaft. Und ich bin von ihnen abhängig. Und das ist natürlich umso mehr der Fall, je mehr ich auf mich selbst reduziert bin. Und auf mich selbst reduziert bin ich nur als Fußgänger. Alles andere bin ich nicht ich selbst. Es gibt diesen bekannten Witz, den ein Freund von mir, der Kabarettist Thüringer, immer zum Besten gibt, wenn er irgendwelche Wetten abschließt, über einen Nürnbergring, 10 Runden schließt er mit jemandem die Wette ab, er zu Fuß und der andere mit der Formel 1 Fahrzeug. Und die Leute glauben immer, sie wären mit dem Formel 1 Fahrzeug schneller und wetten natürlich mit dem Thüringer. Und der Thüringer sagt, okay, jetzt gehen wir los. Ich marschiere auf dem Nürnbergring los und du darfst den Formel 1 Apparat bauen. Alles klar? Das passiert uns natürlich beim Autofahren. Auf diese Geschichte bin ich damals etwa zur gleichen Zeit auch gestoßen. Wir identifizieren uns unglaublich mit dem Auto. Das Auto dringt ganz tief in unser Stammhirn ein. Auf diese Geschichte bin ich gestoßen, als ich 2 Dinge gesehen habe. Eine Sache kannte ich schon, das war die Sprache der Bienen von Karl von Frisch. Der Karl von Frisch hat die Bienensprache erforscht. Und hat festgestellt, dass die Bienen die Entfernungen über Schwänzeltänze angeben, und zwar über die Frequenz der Schwänzeltänze, kann man genau sagen, wie weit die Biene zu fliegen hat oder wo die nächste Futterstelle ist. Und die gleiche mathematische Beziehung hat ein Forscher aus Bielefeld festgestellt, als er die Beziehungen zwischen der Einschätzung des Fußweges im Vergleich zur Transportzeit in den Autobussen in Beziehung gesetzt hat. Das heißt, je länger der Fußweg wurde, umso mehr wurde die Fußwegminute exponentiell überschätzt. Das heißt nichts anderes, als je länger man zu Fuß geht, umso weniger gern geht man zu Fuß. Und diese Funktionen waren identisch. Und mich hat interessiert, was die Ursache dieser gemeinsamen, sehr unterschiedlichen Systeme ist.
Und die Ursache war nichts anderes als in beiden Fällen die Körperenergie. Und wenn Sie mit dem Auto fahren, dann brauchen Sie die Hälfte der Körperenergie eines langsamen Fußgängers. Aber mit einem leichten Druck aufs Gaspedal können Sie in Geschwindigkeitsbereiche vordringen, die für den Fußgänger unvorstellbar sind. Und das alles spielt sich in der ältesten Schicht unserer Evolution im Hirn ab, wo alles, was wir tun, energetisch sauber bilanziert wird. Das heißt, da schlüpft das Auto in uns hinein und dreht von innen her die Sicht der Welt. Das heißt, wir sehen die Welt in dem Augenblick, wo wir von diesem Autovirus befallen sind, nicht mehr wie Menschen. Würden wir die Welt so wahrnehmen wie Menschen, dürfte es draußen nicht so ausschauen. Es ändert sich unsere Kultur, es ändert sich unser Wertesystem. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Sie haben eine Bauordnung, bei der Sie, wenn Sie eine Wohnung bauen oder ein Haus bauen, einen Abstellplatz für das Auto zwingend errichten müssen oder eine Ablöse zu zahlen haben. Das heißt, der Gesetzgeber, der diese Verordnung aus dem Jahr 1939 übrigens, es ist die Reichsgaragenordnung, Paragraph 2, bis heute konsequent exekutiert, geht davon aus, dass für alle Zeiten die Menschheit mit einem Auto leben muss und jeder Lebensraum für Autos vorsehen muss. Die Präambel dieser Reichsgaragenordnung ist auch sehr interessant. Das vom Reichskanzler und Führer gewiesene Ziel ist die Förderung der Motorisierung. Das muss man wissen. Und der Paragraph 2 heißt, man muss überall Abstellplätze zur Verfügung stellen. Sie brauchen keine Kinderzimmer. Kinderzimmer werden Ihnen nicht vorgeschrieben, oder? Werden auch keine Spielplätze für Kinder vor dem Haus vorgeschrieben. Auch nicht. Aber Abstellplätze. Das heißt, in dem Augenblick, wo Sie überall Abstellplätze vorschreiben, unterdrücken Sie die Mobilität aller Nicht-Motorisierten, weil Sie ja vom Abstellplatz wegfahren müssen. Und damit ist die Geschichte schon gelaufen. Und wir haben eine unglaubliche Affinität wegen dieser fantastischen Erfindung des Autos zum Auto. Das heißt, das Auto ist uns näher als alles andere, als die Kinder. Sie werden wahrscheinlich emotional einen Widerstand dagegen empfinden, aber wenn Ihnen etwas sehr viel wert ist, dann geben Sie dafür sehr viel Geld aus. Und wenn wir schauen, wie viel, in Österreich habe ich die Statistiken, in Deutschland dürfte es nicht anders sein, dann geben die Haushalte in Österreich 15% ihres Haushaltseinkommens für das Auto aus und 10-11% für die Kinder. Das heißt, sie lieben die Autos mehr als die Kinder. Sind ihnen auch evolutionär viel näher, weil die Kindesliebe ist evolutionär eine späte Errungenschaft der Menschen oder überhaupt der Lebewesen. Das Auto ist viel, viel tiefer drinnen. Das heißt, die Bindung zum Auto ist eine physische. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir können die Bindung zum Auto nur dann auflösen, wenn wir sie physisch auflösen. Das war dann die Konsequenz, die ich aus diesen Forschungsergebnissen gezogen habe. Das heißt, solange wir, und wir sind absolut intelligent und eigennützig. Jeder von uns ist normal. Das heißt, intelligent und eigennützig. Sonst wären wir ja nicht so erfolgreich gewesen. Wir sind aber nicht sehr weitblickend. Keine Frage, Sie haben ja bereits den Zukunftsforscher angesprochen, Horks, und es wäre interessant, darüber zu diskutieren, wo seine Denkfehler liegen. Aber das können wir vielleicht ein anderes Mal machen. Wir kommen aus dieser Falle, die für uns so wunderbar individuell optimiert ist, nur heraus, wenn wir sie ändern. Das heißt, Sie kennen ja die ganzen politischen Bemühungen, wo man den Leuten versucht, den öffentlichen Verkehr nahezubringen, aus verschiedenen Gründen, Klima, Sicherheit und andere Geschichten, günstiger und billiger etc. etc. Wird nie funktionieren. Das funktioniert nur, wenn man die physische Bindung zum Auto löst. Physisch bedeutet, wenn ich will, dass die Menschen eine Chance haben, zwischen dem Auto und dem öffentlichen Verkehr fair zu wählen, dann müssen die Wege vom und zum geparkten Auto mindestens genauso lang sein wie zur Haltestelle des öffentlichen Verkehrs. Es geht nicht anders. Ja, das freut Sie, wie ich sehe.
Mich auch, weil ich weiß, dass das funktioniert. Und wenn Sie das an den, es ist aber logisch, das heißt, jedes Problem muss man an der Wurzel behandeln. Alles andere sind Symptombehandlungen. Und die Menschen fühlen sich daher ungerecht behandelt, wenn sie durch Strukturen eigentlich gezwungen werden, Autofahrer zu werden. Weil dadurch, dass der Mensch sich mit dem Auto verbindet, entsteht ein neues Lebewesen. Das ist der Autofahrer. Der Autofahrer ist ein Lebewesen, das sich vom Menschen wesentlich stärker unterscheidet als Insekten zum Beispiel. Es gibt eine Reihe von Beweisen, ich möchte nur zwei anführen. Es gibt keine Insekten, die sich so schnell im natürlichen Umfeld bewegen, dass sie sich selbst töten. Es gibt keine Insekten, die aus eigenem Egoismus und Bequemlichkeit den Lebensraum ihrer Nachkommen zerstören und ihnen die Freiheit der Mobilität nehmen. Gibt es nicht. Nur die Autofahrer tun das. Das ist eine ganz schlimme Geschichte, weil wir so stolz sind. Aber hier hat uns natürlich unser letztes Organ, das uns dazugewachsen ist, der Neokortex, gemeinsam mit der Entdeckung des Erdöls und der Umsetzung der Kraft des Erdöls in mechanische Arbeit über die Räder einen verflixten Streich gespielt. Das heißt, wir können das Auto nur beherrschen, wenn wir Ordnung in das System bringen, nicht gegen das Auto kämpfen. Ich glaube, das Schlimmste an mir ist, dass ich keine Emotionen für und gegen das Auto habe. Auto ist, ein Arzt hat ja auch keine Emotionen gegen die Viren. Wäre ein sehr schlechter Zugang. Das heißt, ich behandle das System, wie es eben in den Ursachen sich darstellt, dass es uns befallen hat. Es ist sehr illusorisch, wenn ein Arzt annimmt, er will die Viren ausrotten. Jeder Arzt wird sich aber bemühen, eine weitgehend virenfreie Umgebung zu schaffen, damit die Leute nicht krank werden. Und so ist es auch meiner Ansicht nach die Pflicht jedes Fachmannes und jedes Politikers, dafür zu sorgen, dass er eine möglichst autofreie Umgebung hat. Keinem von Ihnen würde wahrscheinlich einfallen, dass er mit seinen Stiefeln oder mit seinen Schuhen ins Bett geht, oder? Na, da lachen Sie auch. Aber wir fahren mitten in den Lebensraum der Kinder, der Alten und unsere eigenen mit einem Gerät hinein, das das Leben bedroht, das die Abgase erzeugt, das uns nicht schlafen lässt, weil es den Lärm macht, dass es nicht zulässt, dass wir lebendige öffentliche Räume gestalten und dergleichen. Und aus diesem Grund habe ich 1975, als es die Staudebatte gab, ich weiß nicht, ob Sie wissen, es war ja einmal die Brenner-Autobahn praktisch gesperrt, als die Brücke einknickte beim Inn. Und es passierte damals überhaupt nichts. Man hat angenommen, es ist ja passiert, knapp vor der Reisesaison, man hat angenommen, es wird den Megastau geben in Europa. Ich habe damals gesagt, es wird keinen Megastau geben, weil die Menschen sind intelligenter als die Verkehrsexperten. Es fährt ja kein Autofahrer über eine Brücke, die nicht mehr existiert, oder? Man muss es ihm nur sagen. Und das haben die erfahren rechtzeitig. Also gab es auch keine Probleme. Der Fehler war dann, dass man diese Brücke wieder repariert hat. Also man hätte lernen können. Sie erkennen daraus, dass das Verkehrswesen keine Wissenschaft ist. Es ist eine eigene Art der Ethik, das Bauwerk muss halten, auch wenn die Menschen sterben. Das ist die Ethik der klassischen Bauingenieure. Ich bin einer. Die verantworten nicht das, was sie anstellen, weil sie nicht wissen, was sie mit ihren Bauwerken anstellen. Weil wir durch alle unsere Maßnahmen das Auto im Kopf, Sie dürfen nicht vergessen, alles, was draußen ist, ist ein Produkt des Kopfes, oder? Irgendjemand hat das, genauso wie der Tisch und das Sie erinnern. Alles, was menschengemacht ist, kommt aus dem Kopf. Jetzt schauen Sie sich einmal die mittelalterlichen Städte an, die kamen aus dem Kopf der Leute, als es noch keine Autos gab. Und wenn wir aus diesen schönen Städten die Autos herausnehmen, siehe da, die beginnen plötzlich ganz lebendig zu werden. Es entstehen dort Geschäfte, man macht die Hygiene zeitgemäß und es sind das die tollsten, schönsten, wunderbaren Lebensräume. Relativ einfach, was da passiert, weil diese Städte
haben das Maß des Menschen in sich. Die passen zu Menschen, so wie ihre Kleidung zu ihnen. Was wir verloren haben im 19. und noch mehr im 20. Jahrhundert, ist das Maß des Menschen. Der Maßstab wurde besonders im 20. Jahrhundert die sogenannte PKW-Einheit, Person, Car, Unit, von Amerika. Wir sind ja diesbezüglich sehr angelehnt an Amerika in der Stadtplanung gewesen. Und die Architekten zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren ja ganz Le Corbusier war ein ganz begeisterter Technik-Fan, technische Mobilität und dergleichen. Der hat dann auch die Städte so entworfen, dass der Fußgänger der ersten Ebene ist und unten Autoverkehr fließen kann, was ja in der Zwischenzeit, glaube ich, als etwas falsch erkannt worden ist. Was nun passiert, ist, wenn Sie mit einem schnellen Verkehrsmittel unterwegs sind, dann haben Sie nicht mehr die Fähigkeit, die Details wahrzunehmen. Die alten Städte mussten deshalb so schön sein, weil sie den Menschen permanent etwas erzählen mussten. Jeder Schritt hat einen neuen Blick geliefert und deshalb ist der Maßstab des Menschen ein Dezimetermaßstab, nicht ein Kilometer- oder 100-Meter-Maßstab. Das ist die Gliederung und die Feinheit dieser alten Städte, die resultiert aus den Ansprüchen des Menschen, wenn er hier schon sein muss, dann muss es auch schön sein. Das brauchen sie nicht mehr. Heute haben wir die Schuhschachtelarchitektur, die Sie ja wahrscheinlich kennen. Das heißt, ein Gebäude, von außen kann es ausschauen, es ist gleichgültig wie, wenn nur unten der Parkplatz dabei ist. Weil dann kann ich ja diesen Mangel kompensieren. Das heißt, hohe Geschwindigkeiten machen schlechten Städtebau. Und schlechte Politiker haben einen unglaublichen Hang zu hohen Geschwindigkeiten. Das ist ein absolutes Indiz für schlechte Politiker, wenn sie auf hohe Geschwindigkeiten ansprechen. Dem entspricht, das resultiert nämlich aus der Sehnsucht, dass das Problem anderswo gelöst wird. Ich muss es nur recht weit und möglichst schnell woanders hinschicken. Dann wird es anderswo gelöst, in Brüssel, in Berlin oder bei uns in Wien, wenn man in den Bundesländern ist. Die Wiener schicken das dann wieder nach Brüssel. Da braucht man schnelle Verkehrssysteme. Ein guter Politiker braucht das nicht. Der löst die Probleme dort, wo sie auftauchen. Und wenn Sie nun von lokaler Wirtschaft und Beschäftigung reden, wir haben einige Untersuchungen dazu gemacht, weil wir die Grundlagen relativ gut kennen. In einem System hoher Geschwindigkeiten können Sie keine kleinstrukturierten Betriebe halten. Weil die hohen Geschwindigkeiten, wir haben festgestellt, das sind die großen Entfernungen, zwangsläufig flächenhaft, beim Shoppingcenter merken Sie es ja, die Kleiderbetriebe alle umbringen. Dazu kommt noch eine ökonomische Problematik dazu, die Ökonomen verwenden die Economy of Scale, also je größer die Skalengröße, umso billiger wird der Preis und dergleichen, das kommt noch dazu. Und dann machen sie im Endeffekt die bei unserem Herrn Milliardär Stronach verbreitete Regel, wer das Gold hat, macht die Regel. Das heißt, so laufen diese Geschichten. Wenn Sie hingegen die Geschwindigkeiten aus dem System herausnehmen, müssen die Entfernungen kürzer werden und Sie müssen einen guten Städtebau machen. Sie müssen die Möglichkeiten schaffen für lokale und kleine Betriebe. Und wenn Sie kleine Betriebe haben, dann beschäftigen Sie wesentlich mehr Menschen. Wir haben das an den Shoppingcenters und den Innenstadtgeschäften in Wien, die noch einigermaßen funktionieren, verglichen. Und die Innenstadtgeschäfte müssen bei gleichen Umsätzen 5-mal so viele Leute beschäftigen wie die draußen. Ganz zu schweigen davon, dass diese Leute, die herinnen beschäftigt werden, ihre Kunden besser kennen und sie auch besser beraten müssen. Das heißt, man kann die Shopping-Centers ruhig wieder in Luft auflösen, wenn man ihnen den Zugang wegnimmt. Der Zugang ist aber zu Hause beim Parkplatz. Das heißt, wenn ich die Parkplätze zu Hause wegnehme und sie geordnet irgendwo anders unterbringe, weil das ist ja meine praktische Tätigkeit, ich mache sie immer wieder, wenn ich Partner finde, die sich mit mir einlassen, dann funktioniert das auch jedes Mal. Plötzlich tauchen wieder neue Geschäfte auf. Die Fußgängerzonen sind ja ein bekanntes Beispiel. Bei Ihrer war ich ja schon seinerzeit als junger Techniker mit, nicht als Planer dabei, aber ich habe mit der Stadtverwaltung in München damals schon arbeiten können. Wir haben damals unter anderem rote Wellen in Richtung München gemacht, als bei Ihnen die Schnellbahn eingeführt wurde, weil wir uns bemüht haben, den Autofahrern 12 Minuten Fahrzeitverlängerung zu bringen. Damit Sie feststellen, es gibt ja die Schnellbahn daneben. Wir saßen da drüben, da war das Planungsamt damals für den Verkehr tätig.
Also wie gesagt, ja, ich bin München geschädigt diesbezüglich, weil während die anderen noch bis heute grüne Wellen machen, haben wir damals schon rote Wellen gemacht. Das dürfte aber nicht der Brauch geworden sein, habe ich das Gefühl, in München. Das heißt, dieser Mobilitätsbegriff wird heute völlig falsch verwendet. Der Zentrale und die Erfolgsgeschichte des Menschen war ja nicht die physische Mobilität. Sie wissen, der Mensch ist ja nicht besonders schnell. Er ist ja auch nicht besonders stark. Aber er war schlau. Das heißt, die Erfolgsgeschichte, und hier ist es ganz interessant, das habe ich mir auch etwas anders vorgestellt, wir glauben immer, wir hätten in der Ackerbaugesellschaft im Neolithikum sozusagen die Gräser überlistet, dass sie uns mehr Getreide liefern. Wenn wir aber in der Evolution zurückblicken, dann waren es die nicht mobilen Pflanzen, die ungefähr um 100 Millionen Jahre früher das Land erobert haben als die mobilen. Also so blöd können die nicht gewesen sein. Ich vermute, dass, dass die Gräser, die von diesen Horden unserer Vorfahren von Zeit zu Zeit geplündert wurden, irgendwann einmal auf die Idee gekommen sind, denen irgendwie klar zu machen, dass es vielleicht zweckmäßiger ist, dass man die Gräser gut behandelt. Dann kriegen sie mehr zum Essen. Und sie haben uns so sesshaft gemacht. Wir sehen die Welt immer nur aus unserer zentralen Perspektive. Die Immobilen, die sich nicht in der Gegend herumhetzen lassen, haben ja unglaublich raffinierte Strategien für Transporte und dergleichen, alles mit Solarkraft betrieben, auf die Beine gestellt. Sie haben zwar kein Hirn wie wir, aber sie können Prognosen wesentlich besser machen als wir. Weil sie haben sie auf die ganzen Ungewissheiten der Zukunft, die, wenn Sie sich vorstellen, einem Samenkorn in Zukunft drohen, so vorbereitet, dass der Samenkorn diese Prognosen in sich hat. Also ist eine sehr interessante Geschichte, die zeigt, dass wir unsere zweite Art der Mobilität besser nutzen sollen. Wir haben zwei Formen der Mobilität, die physische und die geistige. Und das haben wir schon lange vor der Verkehrsforschung und den Begriff Mobilität gewusst. Wer es nicht im Kopf hat, muss es in die Viersohlen. Also in den Beinen haben, und Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn wir 240 PS in den Beinen haben, was noch im Kopf ist. Also.